Aktuell fahren wir als Aktivfahrt direkt durch den Bereich Instandhaltungswerk S von DB Cargo. Im Anschluss daran geht es durch den Bahnhofsteil Nürnberg, Rangierbahnhof Ausfahrt auf die im Jahr 2019 wieder eröffnete Strecke zum ehemaligen Nürnberg Hauptgüterbahnhof. Von dort erreichen wir nach einer kurzen Rangierfahrt die Regiowerkstatt Nürnberg. Bitte beachten Sie, dass dieser Zug nicht am Nürnberger Hauptbahnhof hält. Das ist eine schöne Lauferei. Das ist doch alles Verarsche. Also das haben sie echt... das kann ich nur kritisieren, das ist eine Schweinerei ein bisschen hier. Irgendwie, da stellen die sich nämlich jetzt echt gerade an wie die größten Deppen. Das sage ich jetzt hier, das ist mir wurscht. Aber ist doch so. Die Leute, die wohl seinen Anschluss bräuchten, geben jetzt die Arschkalle. Die müssen dann jetzt erst dann in der U-Bahn wieder umsteigen und zum Hauptbahnhof fahren. Schon zum Bahnhof direkt fahren können. Aber anscheinend kriegen die jetzt wieder nichts auf die Reihe. Aber es ist, glaube ich, eh wieder typisch. Das gleiche mit dem Steinbühl. Wo direkt einen Tag später die Straßenbahn schon wieder hält. Die Deutsche Bahn kann ja angeblich hier nicht halten. Ich glaube, das ist der Dennis im Bild. Nicht wirklich. Den böden Folienscheiben. Aber wenigstens klare Fenster, so muss es sein. Das wäre ein klare Fenster. Und E-Schutzfolie nur. Ja, Dunkelfolie ist das ein bisschen dunkel. Wenn es morgen Sonntag ist, dann kann ich mir ein wenig noch Zeit lassen. Auf jeden Fall mache ich meine Videos, die sind auf jeden Fall wichtiger dann noch. Das andere kann ich dann morgen auch noch machen, ein bisschen. Jetzt hört man aufs Aufnahme. Sag mal Aufzug. Und treff mal auf. Genau. Fühlt schon ein Zylinder. Jemand hat gebohrt im Bauhaus. Oh, Liqui Moly. Yeah. Six Liqui Moly Elektronikspray brauche ich immer noch. Von der Firma Uns Warm. Uns Warm Elektronikspray von Liqui Moly. Uns Warm Elektronik. Du kannst nicht mitreden, du verstehst es eh nicht. Das verstehen nur wir. Das ist eine eingetragene Marke. Liqui Moly heißt der. Liqui Moly, ja, genau. Aber das andere ist eine eingetragene Marke. Das ist Urheberrecht.
und zwar, ja, was musst macht du, er jetzt? Jetzt musst du 100 Euro zahlen. Oh, es sind aber voll die Fliegen hier. Sind das Bienen oder? Na, sieht man eh nicht zum Glück. Ah, es vibriert. Fliegen voll die Viecher rum. Das Wackeln hier kommt vom Zug. Weil ich es auf den Tisch abgestürzt habe. Alter, das schaut aus, wie wenn der Bass vibrieren würde. Schau das mal an. Wie kommt denn der so? Ah, wegen der Scheibe. Nee. Wenn ich es jetzt zum Tisch wegmache, ist es weg. Das ist die Vibration vom Zug. Ah, ich gehe mit dem Zoom mal wieder ein bisschen weg, dann sieht man das nicht so. Ja, doch ein bisschen immer noch. Es ist die Vibration. Also wie so ein Videoeffekt. Alter. Ich will das Handy eigentlich nicht halten die ganze Zeit, nur dass es weg ist. Ich will es am Tisch abstützen. Wenn ich hier schon einen Tisch habe, dann nutze ich den Tisch natürlich aus. Ist besser. So Techno-Videos, gell? Endlich geht's weiter. 2000 Jahre später. Meine Fresse. Ja, koppel ich jetzt oder wie oder was? Wir will denn da abkoppeln, wenn wir jetzt irgendwie quasi im hinteren Teil sind? Geht ja wohl kaum, wenn wir in die Richtung jetzt fahren. So. Ja, ja, ja. Also, was war da? Störung. Ja, ich bin hier. Keine Ahnung, was hier war. Schikane. Hier eine Kuh auf den Gleisen. Das wäre eine Lösung, ja. Bevor man hier irgendwelche Felder niederbrennt, dass sie dann hinterher irgendwelche Solardinger draufbauen können oder Windräder. War ja wahrscheinlich sowieso schon Brandstiftung. Alles geplant. Wer weiß, was wäre, wenn jetzt bei uns in Nürnberg im Wald einen Haufen Zeug bauen würden, auf einmal brennt der Wald durch Zufall, ne? Ja, von wegen. Ich weiß, was in den Laufe der Jahre noch passiert. Ich hoffe, ich erlebe das alles nicht mehr. Aber da hinten so beim Kauf gibt es auch eine ganze Menge Wald. Hinten raus. Hätte ich gar nicht gedacht, dass da so viel Wald ist.
Noch in Delzau. Das Kaff gibt es ja wirklich. Neuendriegsau, habe ich früher immer gesagt. Ja? Ich habe zu dem Kaff immer gesagt, neue Drecksau. Früher habe ich zu dem Kaff. Ach, da können wir uns ja gleich auch Schwein halten und uns rauslassen. Da wären wir auch bei der U-Bahn. Schweinau darfst du nicht sagen wegen Moslems, weil da ist das Wort Schwein mit drin. Schwein. Schweinau. Er sagt jetzt absichtlich. Das heißt so, die Straße, also darf ich die auch sagen? Aber es ist verboten. Weil es ist sonst haram und das ist nicht gut. Beschreißen, dann kommen sie her, die müssen den Bahnhof umbenennen. Oder die Straße. Der Mai, der wird gesprüht. Der Mai, guck mal, da ist ein Schwein. So echt? Ein Zufall. Aber echt? Boah, das ist auch mal interessanter, ins Schweinauer Heizkraftwerk reinzugehen. Das wäre auch mal cool. Und nebendran Müllverbrennungsanlage, das wäre auch cool. Bonn. In Bonn-Schwabach oder was? Hier, glaube ich. Eine blaue Tonne, ey. Ja, den kannst du an den Ei hauen. Und hat dann jetzt leider wieder eine Augenklappe. Aber das ist ein Stellwerk. Liebe Fahrgäste, wir haben noch den Bahnhof hinter uns gelassen. Rechts sind die Abfahrtsrichtung Drochlingen. Wir setzen unsere Fahrt ins Richtung Regiowerk oder Zwischenhalt am Hauptbahnhof. Warum ohne Zwischenhalt? Kommt der denn nicht vorbei? Kann oder man doch mal halten. Wenn der jetzt dran vorbeikommt, ja, dann werde ich so, dann sage ich aber mal was. Sag mal, wenn der dazu. So, das im Stellwerk noch so viel Klappertechnik drin ist, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das machen die mittlerweile mehr mit Software. Der ist auf einem ganz anderen Gleis anscheinend. Jetzt hätte ich fast wieder gestoppt. Ja, das weiß ich. Ja, da ist die Müllabfuhr. Ja, das wäre auch mal interessant. So was. Da drüben ist das Heizwerk Schweinau. Das wäre auch ziemlich interessant. So was. Schauen wir mal die XTW-Kraftwerk wieder aufmachen. Das wäre auch wieder angucken. War das mal ein alter Haushahnaufzug? Was? Den, wo wir heute gehabt haben? Ja. Dann muss ich dann das benennen, Haushahnaufzug von Baujahr sowieso, Mod 2014 Nothilsengrub, oder was? Ja. Warum denke ich da dran? Aber ich werde den Ordner dazu schreiben, dann können sie eh nichts machen. Dann finden die das nicht. Das ist
der Rechtsfindung sehen Sie die Werkstatt von DB Regio. Wie Sie sehen können, wird diese gerade erweitert für neue, längere Züge. Fragen wir sich, diese neuen Schrottzüge werden, die was die in München machen wollen, an S-Bahn. Weil so einen Müll braucht man nicht. Das ist ja noch schlechter wie G1 und sowas. Mit noch mehr Software-Müll. Dann funktioniert das Zeug nicht richtig. Weil alles ja nur noch über Software und Rechner laufen muss. Anstatt über vernünftige Technik. Das ganze Software-Gesteuerte kannst du vergessen. Immerhin ist das Design noch in Ordnung. Ja, aber Siemens. Siemens. Nee. Weil die neuen S-Bahnen irgendwas von München oder irgendwas, was ich mal gesehen habe, die waren richtig scheiße, das Design. Der ist schön richtig lang, hässlich. Das ist cool. Schon mal toll. Und Doppeldecker, so muss das sein. Wenn dann oben. Ja. Aber schon wieder erste Klasse, ich kann die doch alle verrecken, das braucht doch keine. Zweiklassengesellschaft, echt. Haben die erste Klasse wieder Sonderrechte mit Oberstockwerk? Oh, geil, das alte Zeug, das alles ein Lost Place hier. Fix. Des ehemaligen BW1 zum Stehen gekommen. Wir setzen uns mal zum Kürze in die andere Richtung zum Bergsbahnsteig vor. Die Wartezeit raus tun, ja? Mehr aber auch nicht. Man sieht verzichtet auf meine Videos, bin ich blöd?
Nur für private Zwecke. Ah, ich sollte jetzt ja die Führung werden, ja toll. Es wäre typisch, dass die einen nichts gönnen, das soll ja Staatsgeheimnis, Datenschutz bestimmt wieder. Standardsprüche. Ja, der Schelle verdient, das sag ich dir. Aber ich lass mich trotzdem nicht verarschen, bin ja nicht blöd. Trotzdem was hochgeladen. Vielleicht nicht die Führung, aber die Züge und den Aufzug definitiv. So viel interessantes Zeug. Was? Naja. Nichts zu holen. Ja, gut, noch alles Gute haben sie weggerissen. Also ich denke ich auch, das wäre eigentlich das Mindeste, ne? Ja, sondern wenn ich jetzt irgendeinen Lost Place hätte und ich würde irgendwas von Technik sehen, ich würde das Zeug vom Schrott retten, weil irgendwann tut es, würde kommen das alles auf den Müll. Liebe Gäste, unsere heutige Fahrt nähert sich dem Ende. Die Veranstaltung in der Regiowerk noch eingestellt. Falls Sie sich im Nürnberg Hauptbahnhof angeschaut, ist bitte die U-Bahn auf der Katz-Abwehr-Schanze. Wir hoffen, Sie haben einen schönen Tag der Schiene und wünschen noch einen schönen Nachmittag bzw. einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Und wo ist die Bärenschanze hier in der Nähe? Wir sind Rodenburger Straße gewesen. Was sind das für Effekte hier? Der Rucksack ist das. Natürlich. Das sind diese Soundeffekte hier. Alles verklickt. Das ganze Team von DB Regio Bayern bedankt sich und wünscht Ihnen noch einen schönen Samstag. Au revoir. Bitte beachten Sie folgenden Hinweis. Ich gebe jetzt gleich die Türen frei und Sie können auf der rechten Zugseite aussteigen. Ich bitte Sie dann am Bahnsteig noch zu warten. Mitarbeiter von uns werden Sie dann zum Ausgang des Regiowerks geleiten. Vielen Dank und einen schönen Abend. Ach, warten auch noch. Wir wissen doch, wo der Ausgang ist. Ey. Warten auch noch, oder was? Die Tür geht auch nicht auf. Ach so. Die ist kaputt. Das ist eine Verarsche. Die sollen sich aber beeilen und nicht uns wieder rumdrödeln. Weil irgendwann reicht, ist mein Geduldsfaden heute auch noch gerissen. Läuft eh schon heute nicht alles so schön nach Plan, wie ich mir das vorgestellt habe. Freut mich lieber, dass es keine Stechwespen gibt hier. Ja, eigentlich ist die Gute daran. Sonntag gesagt. Nein, ja.
Schönen Sonntag. Danke, alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss. Hey, Herr Lehrer. Ja, ein kurzes Problem. Ich glaube, der hat ein Problem. Das ist fürs doofe Anstellen, um mal aus kleiner Provokation die Tür zu öffnen. Spielkinder. Die Soundeffekte reinziehen, ne? Ja. Haben wir noch ein Bild? Doch. Ja.